Heute wollen wir über den Fundort der Himmelsscheibe von Nebra sprechen. Die Himmelsscheibe wurde auf dem Mittelberg bei Nebra gefunden. Der Mittelberg ist ein Sandsteinplateau, das an einem Unstrut-Durchbruch liegt, also direkt am Fluss. Die Flanken fallen auf einer Seite relativ steil ab, auf den anderen Seiten sind sie relativ flach ansteigend. Der Mittelberg ist heute dicht bewaldet. In der Antike war der Mittelberg wahrscheinlich nicht bewaldet. Das sehen wir daran, dass die Kanten des Mittelberges, von wo aus man einen weiten Blick hat und von wo man auch weit gesehen wird, mit Grabhügeln der späten Steinzeit, also etwa der Schnurkeramik- und Glockenbecherzeit und auch der frühen Bronzezeit besetzt sind. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man in dieser Zeit keine Bewaldung hat. Und dazu passt natürlich auch, dass die Himmelsscheibe fast an der Spitze oder fast auf dem obersten Plateau des Mittelberges, der nur 252 Meter hoch ist, aber eine weite Sicht bietet, deponiert wurde. Die Himmelsscheibe wurde an einer Sandsteinplatte deponiert. Dort wurde eine Grube ausgehoben. Wie tief die Grube damals war, wissen wir heute nicht mehr, weil natürlich ein erhebliches Erosionsgeschehen stattfand. Und wäre die Himmelsscheibe nicht senkrecht an einer Steinplatte gelehnt, so wäre sie wahrscheinlich schon aberodiert und den Hang hinuntergerutscht. Das war durch diesen Steinschutz, der vielleicht absichtlich ausgesucht wurde, nicht der Fall. Der Mittelberg bei Nebra liegt in einer ganz reichen Kulturlandschaft. Wir haben zum einen diesen Unstrut-Durchbruch, der immer wieder ein ganz wichtiger Weg ist, wobei man allerdings den Höhen folgt. Zum anderen haben wir westlich davon die Goldene Aue. Die Goldene Aue ist eine außerordentlich reiche Bördelandschaft, gut bewässert. Also von Haus aus ein ganz wichtiger Siedlungsraum. Und östlich davon liegt die Querfurter Platte, ebenfalls beste Lössböden, ebenfalls über Jahrtausende besiedelt. Der Mittelberg ist eine Art Grenzpunkt zwischen zwei Herrschaftsgebieten, fast so wie Olympia oder Delphi, an dem man möglicherweise auch zusammenkam. Und dass die Himmelsscheibe auf dem Mittelberg deponiert wurde, ist mit Sicherheit kein Zufall, denn es gibt immer wieder heilige Berge in Japan, in Europa, an den verschiedensten Orten, bei denen immer wieder ein natürlicher Zufall existiert, und zwar der Zufall, dass an gewissen markanten Tagen des Jahres die Sonne hinter den Bergspitzen untergeht oder aber zum Beispiel andere natürliche Phänomene stattfinden, wie es gibt bei Stonehenge zwei Gletscherschliffe, die wie eine Autobahn in eine Richtung gehen. Und das ist genau die Richtung der Sommersonnenwende, also die Sonne der Sommersonnenwende läuft dort entlang. Und deshalb hat man Stonehenge an diesem Platz errichtet. Und genau aus dem gleichen Grund hat man vermutlich die Himmelsscheibe auf dem Mittelberg bei Nebra deponiert. Und zwar deshalb, weil dort an dem wichtigen Datum des 21. Juni der Sommersonnenwende die Sonne hinterm Brocken untergeht, nicht? Und das ist ein ganz wichtiger Jahrestag, denn da wendet sich ja die Sonne, die Tage werden ab dort wieder kürzer. Das Jahr sozusagen nimmt ab bis zur nächsten Sonnenwende um Weihnachten am 21.12. Weihnachten ist nicht zufällig an diesem Termin. Es gibt noch einen zweiten Berg dort, nämlich den Kyffhäuser. Und beim Kyffhäuser ist es so, dass die Sonne dort über dem Kyffhäuser am 1. Mai steht. Und eigentlich sind all unsere christlichen Feste bis auf Ostern Teilungen sozusagen dieses Horizontdurchlaufes der Sonne während des Jahres zwischen der Winter- und der Sommersonnenwende. Und das ist ja hier auf der Himmelsscheibe dargestellt. Und deshalb passt auch der Fundort so gut zur zweiten Phase der Himmelsscheibe, die relativ nah am Deponierungszeitpunkt liegen dürfte. Wir sehen also, Himmelsscheibe und Fundort passen perfekt zusammen. Was
bedeutet der Fundort sonst noch? Der Fundort ist sicherlich seit der Bandkeramik, also seit etwa 5300 vor Christus begangen. Wir finden Steingeräte, die kaputt sind. Dort hat man offenbar Holz geschlagen. Dann gab es sicherlich direkt in der Nähe des Fundortes der Himmelsscheibe Grabhügel des späten Neolithikums, der Vorfahren der Menschen, die die Himmelsscheibe schufen. Und zwar deshalb, weil wir dort aberodierte Grabhügel und den Rest von Grabinventaren fanden. Die Himmelsscheibe ist heute von einer Wallanlage umgeben. Die kleine Wallanlage, die sie umgibt, ist aber später, die ist eisenzeitlich, also etwa 1000 Jahre später als die Himmelsscheibe selbst. Aber es gibt noch zwei Abschnittswälle, die den Höhenrücken sozusagen einfassen. Und dort ist die Datierung noch nicht völlig gesichert, aber es scheint so zu sein, als wären diese Abschnittswälle, die vielleicht einen heiligen Bezirk einfassen, als wären diese Abschnittswälle zumindest frühbronzezeitlich. Man sieht, der Mittelberg ist außerordentlich spannend. Er ist auch weiter genutzt worden für Depotfunde und für Opferfunde. Die Himmelsscheibe ist kein Einzelfall. Am Fuße des Mittelberges, also nicht weit vom Fundort der Himmelsscheibe, fand sich ein spätbronzezeitlicher Depotfund. Und oben auf dem Plateau fand sich isoliert, möglicherweise von einem aberodierten Hortfund oder auch einem Grab, eine Stachelscheibe der Mittelbronzezeit. Das heißt also, das ist kein Fundort, an dem nichts passiert, aber es passiert dort eben wahrscheinlich keine Siedlungstätigkeit, wenn dann höchstens eine temporäre Befestigung, sondern was dort geschieht, ist Opferung an diesem vergleichsweise für die Umgebung hohen Berg, der eine weite Sicht in alle Richtungen ermöglicht. Wir sehen also, der Mittelberg ist offenbar ein heiliger Berg, sicherlich weil die Menschen über Jahrtausende bemerkten, dass der Sonnenlauf sich dort zumindest für die Sommer- und für die Sommersonnenwende, aber auch für den 1. Mai am Horizont durch den Untergang hinter den markanten Bergen Brocken und Kyffhäuser ablesen lässt. Ja, was der Fund im Einzelnen noch hervorbrachte, warum die Himmelsscheibe von diesem Fundort zweifelsfrei kommt, wie der Fund selbst zusammengesetzt war. Wir haben ja nicht nur die Himmelsscheibe hier gefunden, sondern auch noch Schwerter und Beile. Und wie das alles sich kontextualisieren lässt, das können wir in einer anderen Folge besprechen.